Ja, moin moin, liebe Steinzeitfreunde. Und ich muss zugeben, ich war letztes Mal ein bisschen dusselig gewesen, weil ich habe nämlich völlig versäumt, meine Waffen mal abzugraden. Demzufolge, ich habe jetzt einen neuen Speer, ich habe neue Pfeile, so einen Doppelschussbogen und so. Damit hätte ich mir die letzte Mission natürlich wesentlich einfacher gemacht. Aber gut, da habe ich ein bisschen geschlafen. Spannend war es ja trotzdem gewesen. Und vor allen Dingen geschafft habe ich die Mission trotzdem. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg, um die Mission von der Jägerin zu machen. Weil da muss ich auch irgendwie mal vorankommen. Eigentlich wollte ich im Norden ja den Mammutreiter machen, aber ich habe festgestellt, ich bin einfach noch nicht weit genug. Ich habe einfach keine Ausrüstung für den Ort. Der war zu stark. Ja, erstmal ein neues Feuerchen. Es wird jetzt, glaube ich, sowieso Tag. Da kommt gleich der nächste Bär, das finde ich auch geil. Gerade einen Bären besiegt. Aha, da hinten schnüffelt er auch rum. Ja, eine Höhlenbär. Den brauchen wir. Ja, man muss zum Jagen eine verdammt gute Position haben. Jetzt haut er ab. Das ist aber scheiße. Das war ganz gut hier auf dem Hügel. Weil sonst hast du gegen diesen Burschen nämlich überhaupt keine Chance. Thank you.
Feuer, jawohl. Zack, zack. Ja, und in Wirklichkeit ist das sau schwer, Feuer zu machen. Also da muss man schon wirklich einen Feuerstein haben. So. Ja, Doppelbogen. Neue Speere. Das hat mir natürlich bei der letzten Mission gefehlt. Aber gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Was haben wir dann noch? Ah, manchmal sind hier auch ganz Rotelcher und ja. Rothundfell. Ja, okay. Können wir alles gebrauchen. Nehmen wir alles mit. Weil ein bisschen Höhlenbär brauche ich ja. Für den Pisselmann. Und ein bisschen ähnlich wie bei den Mammuts kommt es auch darauf an, ob man auch eine gute Jagdposition hat. Also, ne, wo das Tier eben nicht hinkommt oder nicht so schnell hinkommen kann. Weil auf offenem Feld, da hat das irgendwie wenig Sinn. So, wollen wir mal schauen. Ja, wir gehen hier vorbei. Befreiung. Und wir wollen zur Jägerin erstmal. Irgendwo, ich weiß nicht mehr von wem. Da bekommt man auch so einen Fellanzug. So, dass man sich auch in kalten Regionen bewegen kann. Ist das ein Höhlenbär? Könnte einer sein. Weil einen brauchen wir noch. Fein zu mir. Na, jetzt läuft er natürlich weg. So schnell gebe ich nicht auf. Ah. Ach, das war ein Braunbär. Ja. Da verbrenne ich mir doch glatt die Hände. Die sind gar nicht so einfach zu unterscheiden. Aber ich glaube, der Höhlenbär ist ein bisschen... Der ist auf jeden Fall größer. Und so ein bisschen dunkler. So wie der Pappkamerad da. Oh, da brennt ihn doch da glatt der Arsch weg. Ah, die sind verdammt gefährlich. Lagerfeuer entdeckt. Hier? Ach, da. Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen.
Glück gehabt. Na? So. Ja, super. Ja, hinlegen brauchen wir uns nicht. Da marschieren wir doch gleich mal weiter. Ah, Moment, da war doch... ins Belohnungslager noch mal gucken. Ja, kein Holz. Ja, es ist nicht immer das Gleiche da. Das, manchmal muss man ein bisschen... Da habe ich auch so wenig von... Ja, man merkt, ich habe jetzt auch... neue Taschen. Und da passt schon ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, hätte ich das mal vorher abgegradet, das hätte ich eigentlich schon längst haben können, aber... Oh, Zeder. So, mal gucken. Das ist doch Löwe, ne? Na, wem haben wir denn hier? Wenn ja, sind in einer Höhle gefangen. Ach, schon wieder eine Höhle. Naja, kommt in der Steinzeit wohl öfters vor. Werden sie verspeisen, befreie sie. Bleib unentdeckt. Oder sie werden getötet. Udam chau hasu harha du winja krau has hada sam winja chau dash wifwa ati tabal dakar udam kwan winja drama sakui drama, ja, dramatisch wird's jetzt. So, pass auf. Ach, die holen wir schon. Oh. Rohfleischlager, das ist ja auch geil. Ach, da holen wir doch mal unsere kleine Freundin. Nummer eins. Eigentlich wäre es fast klüger... Oh, oh, das sind noch viel mehr. Die abends anzugreifen. Rette mindestens zwei Gefangene. Oha. Okay. Und die stehen auch alle so, dass... Ich kann wieder die Eule holen. Ja, wenn das nicht anders geht. Sie sind misstrauisch geworden. Hi, Dash. Dash.
Okay. Habe ich überhaupt welche gerettet jetzt? Hoffentlich. Einen, ne? Nein, geht das auch ohne Feuer? Ja. Dass ich den mal befreien kann. Uhara. Die Magistrada. Was sprachen die nicht von der Höhle? Prabakakarpa, schau Parschein. Aha. Dasuri. Masalwa Sashta. Musandaf. No, das hat doch gut geklappt. Hervorragend, Jungs. Kommt alle mit ins Dorf. Guashta, genau. Aber eigentlich haben wir die Jägerin gesucht, ne? Wo steckt denn die? Ja, den brauchen wir unbedingt als Wiederauferstehungspunkt. Darum ist es auch immer wichtig, dass man hier die Lagerfeuer hier alle in Beschlag nimmt. Ist da? Ah, aber kein Hartholz, ne? Oh, scheiße. Aha, der Großelch frisst nur nachts. Aha, ja, es gibt auch einige Missionen, die wir nur nachts durchführen können. Richtig, richtig. Da würde ich mal sagen, dann hauen wir uns mal aufs Ohr. Der große Elch. Alchi, Laukari Api Hadarsch. Frisst nachts bei Leuchtkäfern. Und mal schauen, wo der Burschi steckt. Folge dem Pfad der Leuchtkäfer. Ja, machen wir doch mal. Bestimmt nicht das einzige Raubtier.
Scheiße, wo ist das Viech jetzt? Das ist ja richtig ein Wettlauf. Ciao.